Samples sind heutzutage gerade beim Mix von echten Drumaufnahmen eine wahre Hilfe, um diesen wirklich knalligen und in dein Gesicht Drum-Sound hinzubekommen, den man aus modernen Produktionen heutzutage kennt. Falls du jetzt aber sagst, alles Schnickschnack, Samples kommen mir nicht in die Bude, ich will den echten Drum-Sound, dann habe ich gleich trotzdem einen Drum-Sample-Tipp für dich, der auch den größten Sample-Skeptiker vom Gegenteil überzeugt, weil er a. super simpel umzusetzen ist und b. deinen Drum-Sound nicht nur aufräumt, sondern auch größer macht. Drum-Samples spalten die Bevölkerung an den Fadern, an den DAWs dieses Planeten. Die einen sagen, ich kriege meinen Drum-Sound ohne Drum-Samples überhaupt gar nicht hin. Die anderen sagen, nee, komm überhaupt nicht in die Tüte, ich will den originalen Sound. Und dann gibt es Leute wie mich, die sehr pragmatisch daran gehen und sagen, okay, wenn jetzt das ist, was ich brauche, um einen Sound richtig hinzukriegen, dann nutze ich das halt. Samples entweder als Ersatz für einzelne Trommeln, als Unterstützung für einzelne Trommeln oder eben so, wie ich es dir jetzt gleich zeigen werde, denn es gibt einen super Trick, mit dem selbst die größten Drum-Sample-Skeptiker überzeugt werden können. Denn was ist das Hauptproblem, mit dem wir uns bei Drums auseinandersetzen müssen? Das sind Einstreuungen von anderen Trommeln und Becken in den Mikrofonen der einzelnen Trommeln. Sagen wir mal eine Snare, wir nehmen eine Snare. Die Snare ist zwar das Mikrofon auf die Snare draufgerichtet, aber man hat aus den anderen Becken und vielleicht auch aus dem Hi-Hat immer Einstreuungen drauf. Wir können ja mal kurz in diese Snare hier reinhören. Offen gespielter Hi-Hat voll drin in der Snare und das kriegst du auch eigentlich gar nicht raus, denn auch wenn die Snare, wenn das Hi-Hat im Rücken vom Mikrofon steht, ist es trotzdem immer die Einstreuung. Das heißt, wenn du jetzt einen Hall auf dieser Snare zum Beispiel drauf haben wollen würdest, dann würde dieses Gesumse auch mit im Hall landen. Man kann natürlich mit einem Noise Gate arbeiten, indem man dann sagt, okay, alles klar, hier ist ein Noise Gate, schneid doch bitte alles weg, was nicht Snare ist, dann klingt die Snare so. Aber du hörst, da ist immer noch ist immer noch drin. Das heißt, das landet automatisch in deinem Hall drin, wenn du die Snare mit einem extra Hall versehen möchtest. Nicht so, wenn du mit einem Sample arbeiten würdest und das geht ganz, ganz locker mit jeder DAW, wenn du ein Trigger-Plugin haben solltest. Mit einem Trigger-Plugin, es gibt auch eine kostenlose Version, verrate ich dir gleich noch was dazu, aber es gibt mit einem Trigger-Plugin ist das ganz einfach gemacht, indem du einfach nur die Snare, die Spur einfach mal vollständig duplizierst. Das heißt, wir erstellen erstmal ein Duplikat von unserer Spur, wo alles drauf ist, was wir von der Snare auch so haben. Erstelle ich mal hier und die nenne ich mal kurz Snare Trigger. Lass einfach alles drauf, was am Plug-In-Sound hier überzeugt wurde. Und jetzt haben wir hier einmal die normale Snare und einmal die Snare Trigger. Und da packen wir jetzt einfach mal ein Trigger-Plugin drauf. Und zwar nehmen wir Steven Slate Trigger in diesem Fall. Das ist das Plugin, was ich habe. Und laden hier jetzt mal ein Snare-Sample rein. Ich nehme mal hier die D28 von unserem lieben Freund Warren Hewitt. Die klingt nämlich wirklich fett. Und jetzt würde Folgendes passieren, wenn ich das Plugin einfach mal arbeiten lasse, dann würden wir hier auf dieser Spur immer das Sample hören. Und natürlich, wenn du da keine Probleme mit hast, kannst du das jetzt einfach zu deiner normalen Snare hinzuschieben. Du siehst, so einfach ist die Snare mal eben unterstützt mit einem Sample. Aber das war ja nicht der Trick, den ich dir eigentlich zeigen wollte, denn für alle Skeptiker, die keine Samples einsetzen wollen, gibt es trotzdem eine Einsatzmöglichkeit für dieses Sample, nämlich als Ersatz, als Trigger quasi für einen Hall. Wir packen hier mal einen Hall hinter dieses Sample. Nehmen wir mal den Open Air, also irgendein Hall-Plugin, was du bei dir in der DAW drin hast. Nehmen wir mal eine Platte hinten, irgendwie, was weiß ich, eine kleine Platte. Nehmen wir mal die Bright Plate, meinetwegen. Mal gucken, in den Mixregler hier auf 100% schieben, damit wir nur den Hall haben. Und die Idee ist jetzt, das Snare-Sample füttert den Hall. Und dadurch, dass wir auf dem Snare-Sample keine Einstreuung von den anderen Trommeln haben, haben wir einen super sauberen Sample-Hall. An Snare, Hall, ohne dass wir auf einen Hall für die Snare verzichten müssen. Das klingt nämlich jetzt solo so. Das Sample, was wir jetzt gerade reingeladen haben und was getriggert wird durch unsere normale Snare-Spur, gibt jetzt nur seinen Sound in den Hall rein. Wir haben einen super sauberen Hall, den wir jetzt einfach zu unserem Drumset dazu schieben können. Und das machen wir mal. Ich mache mal das ganze Drumset an und schiebe jetzt den Hall dazu. Solo, Drum Sound
Und du siehst, so super einfach kannst du mit einem Trigger-Plugin und mit dem Einsatz von Samples einen super sauberen Snare-Hall zum Beispiel generieren. Geht natürlich auch für Toms und für alles andere, was sich Einstreuung von anderen Trommeln und von Becken einfangen kann. So kannst du einen sauberen Hall draufkriegen. Dein Drumset wird insgesamt aufgeräumter. Du kannst den Sound vom Hall noch nachbearbeiten, ohne dass du den eigentlichen Snare-Sound bearbeitest. Und wenn du dann noch Blut geleckt hast und sagst, ich möchte das Sample aber doch in meinen Drums drin haben, dann bist du auf jeden Fall auf der Gewinnerseite. So viel ist mal sicher. Und wenn du dich dafür interessierst, wie du das kostenlos auch in Studio One machen kannst, da gibt es nämlich auch einen Trick, dann verrate ich dir das in diesem Video. Da sehen wir uns dann. Bis die Tage. Mach's gut und Yassou.